Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch heute wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr unser letztes Video so stark wie noch keines zuvor im selben Zeitraum geklickt habt. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit diesem Video so viele von euch erreichen und ihr euch dieses Video sogar untereinander teilt. Es sind halt die, wie ich hoffe, positiven Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten, ohne Stress, Geldprobleme und den Alltag, den wir heute eben jeden Tag aufs Neue meistern müssen. Schön, dass euch wenigstens die Schulzeit überwiegend so positiv in Erinnerung geblieben ist. Wer dieses Video verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze jetzt hier oben rechts ein. Nun in dieser Folge, und ihr seht es schon, geht es hoch hinaus, um genau zu sein über 30 Meter. Heute wollen wir mal der herstellenden Industrie in der DDR auf den Zahn fühlen. Ob sich der lange Weg nach oben gelohnt hat, was hier hergestellt wurde und heute noch immer zu sehen ist, das und so einiges mehr erfahrt ihr alles gleich von mir, also kommt nun am besten mit auf Tour. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann findet ihr auf unserem Kanal so einige Folgen zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Aber nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die Überreste eines ehemaligen Zementwerkes. Wirklich alt konnte diese Anlage auf den ersten Blick nicht sein und doch staunte ich nicht schlecht, als ich was von den späten 50er Jahren las. Ab 1958 wurde von hier aus Zement hergestellt, den die DDR dringend brauchte. Viele Wohnungen mussten entstehen und so entstanden unter anderem ab den 60er Jahren immer mehr Plattenbauten, die auch heute noch ihren Dienst modern, saniert und zuverlässig verrichten. In fast ausnahmslos jeder größeren Stadt in teils riesigen Vierteln wuchsen sie in immer größeren Dimensionen heran. Erst gab es die 4- bis 6-geschossigen, später dann Gebäude mit teils 9, 11, 16 und über 20 Etagen. Sie waren mitunter so groß, dass hunderte Menschen in ihnen wohnen konnten. Ein einziges Gebäude war also fast wie ein Viertel, auch wenn sich die meisten Menschen untereinander gar nicht kannten. Wirklich große Siedlungen entstanden zum Beispiel in Halle-Neustadt, Leipzig-Grünau, im Jurggebiet und Gablenz in Chemnitz, aber auch in Magdeburg, Erfurt, Dresden, Gera, Jena, Brandenburg und selbstverständlich auch in Berlin. Um diesen Mengen an benötigten Beton und Zement Herr zu werden, griff man unter anderem auf den Vorgänger des VEB CECOM zurück. CECOM, unmissverständlich stehend für Zementkombinat. Offiziell produzierte das Kombinat zusammen mit seinen mindestens 9 Betriebsteilen, wie es sie beispielsweise in Bernburg, Karlsdorf und unter anderem in Rüdersdorf gab, verschiedenste Baustoffe. Zu nennen sind hier auf jeden Fall Kalk, Brandkalk, Gips, Kreide, Mineralwolle und Erzeugnisse sowie Anhydritbauelemente und den hier angesprochenen Zement und Beton. Ob hier auch Kaolin und Ton dazu zählte, konnte ich nicht nachlesen, aber auch nicht ausschließen. 1974 erweiterte man das Kombinat um einen weiteren Betriebsteil, der in Halle entstand, womöglich wegen Halle-Neustadt, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Gezeigten Anlage wurde sehr wahrscheinlich nach der Zusammenlegung und Umbenennung am 1. Januar 1970 eine Forschungseinrichtung etabliert. Die Produktion blieb davon wohl unberührt,
Aber in den folgenden Jahrzehnten führte man hier vor allem Messungen und Tests an Zement und dessen Zusammensetzung durch. Ob auch andere Baustoffe hier getestet wurden, konnte ich nicht herausfinden. Die verschiedenen Baustoffe wurden aber nicht nur im Inland gebraucht und genutzt, sondern wurden auch exportiert und im Ausland abgesetzt. Dazu hat man von hier aus auch Kunden im In- und Ausland beraten, denn die hier gezeigte Anlage war Hauptsitz, also Stammbetrieb des VEB. Bis zum 1. Juli 1990 wurde hier als VEB produziert. Im Anschluss erfolgte die erfolgreiche Reprivatisierung, die so wie es klang bis 1993 weiterproduzierte. Wer diesen Ort kennt und weitere Informationen dazu hat, kann uns natürlich gern auf Facebook schreiben. Von dem ursprünglichen Zementwerk haben wir leider keine Bilder finden können. Dementsprechend wissen wir auch nicht, wie es dort früher aussah, wie viele Gebäude es gab und was alles dazu zählte und noch wichtiger, was davon heute noch steht. Auf Google Earth kann man zwar im Zeitsprung zurückreisen, aber die wichtigste Aufnahme von 1985 ist so unscharf, dass man lediglich von Grün und Braun unterscheiden kann. Selbst Straßenzüge lassen sich kaum wiedererkennen. Wir nehmen an, dass als Stammbetrieb der hier eingeblendete Bereich dazu zählte. Dieser ist auch heute noch in Benutzung durch eine Firma. Ob auch auf dem großen Nachbargrundstück etwas stand, was hier zuzählte, können wir nicht ausschließen. Denkbar ist es auf jeden Fall. Belege dafür fanden wir keine. Warum man dieses eine Gebäude, in dem wir uns befinden, nicht weggerissen hat, ist wohl eine Kostenfrage gewesen. Einen Stahlbetonbau mit 31,5 Metern in einer engen Straße zwischen zwei Gewerben zurückzubauen, ist eben nicht so einfach umzusetzen. Also hat man vermutlich die Brache einfach so gelassen, wie sie ist. Das ist wohl am Ende auch günstiger. Wie ihr gesehen habt, gibt es viele Etagen, aber keinen Keller. Und je höher man kam, desto interessanter wurde das Gebäude, auch wenn wir am Anfang dachten, wir kommen gar nicht so weit nach oben. Weiter oben fanden wir diverse Misch- und Filtersysteme bzw. Anlagen, Silos, trichterförmige Behälter, Gebläse sowie Motoren, Prüfstände und darunter liegend natürlich auch die Steuereinrichtungen, die natürlich noch analog stattfand. Es waren mehr Maschinen zu finden als gedacht, auch wenn offensichtlich schon einiges fehlte. Das Gebäude machte am Anfang, wie ich schon sagte, einen sehr uninteressanten Eindruck, aber auf den ersten Blick bleibt einem so manches verwahrt. Ich denke, die Aufnahmen sprechen hier für sich. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss mit einigen Bildern von diesem Video. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr auch Lust habt, in der Zukunft weitere Folgen zu sehen.
Abonniert auch gerne unseren Kanal und schaut dort mal rein. Dort findet ihr mit Sicherheit die eine oder andere interessante Folge. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao.